Dann darf ich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem ersten Spieltag der Saison 23/24. Hier oben sitzen Cheftrainer Christian Eichner und Cheftrainer vom VfL Tobias Schweinsteiger. Wie natürlich in jedem Stadion hat auch hier der Gast das erste Wort. Herr Eichner, bitte. Ja, vielen Dank. Hallo nochmal an die ganze Runde. Glückwunsch an die Etage weiter unten, an meine Kabine zu einem 3:2-Sieg. Wer nach 1,5 Minuten eigentlich auswärts am ersten Spieltag 1-0 in Führung geht, da hattest du als Trainer natürlich draußen Hoffnung, dass du dich ein bisschen beruhigt hinsetzen kannst. Die Mannschaft hat sich in den folgenden Minuten auch ein bisschen bequem gemacht, hat dem Gegner den Kugel überlassen, der Schritt für Schritt von Mann zu Mann spielen konnte, sich vielleicht von dem Schock auch relativ schnell erholt hatte und dann frei von der Leber weg auch nach vorne gespielt hat und Spaß bereitet hat, ohne jetzt diese ganz hundertprozentigen Torchancen zu haben. Wir haben überhaupt keinen Zugang mehr ins Spiel gefunden in der Phase, egal in welche Richtung es auch immer wieder ging. Und deswegen war aufgrund des Spielverlaufes dann auch und der Art und Weise, wie das Spiel bestritten wurde, der Ausgleich hochverdient in der Phase. Ich glaube, genauso wie wir geschockt hatten zum 0:1, haben wir auch kurz vor der Pause oder Ende der 30. Minute auch nochmal geschockt, wo wir dann auch ja, gefühlt aus dem Nichts mit der zweiten Torchance auch das 1:2 machen und damit auch in die Pause gingen. Genauso kritisch, wie ich in der ersten Halbzeit mit meiner Mannschaft umgegangen bin, muss ich allerdings eher ein Kompliment für die nahezu kompletten 45 Minuten aussprechen, wo sie sich die 2:1-Führung immer mehr verdient hatte. Von draußen, genauso wie das 1:1 sich angedeutet hatte, für mich eigentlich auch das 1:3 eine Frage der Zeit war. Und dann ist es allerdings so im Fußball und in der zweiten Liga speziell, wenn du dieses 3:1 und den Deckel drauf nicht machst und nochmal eine Idee hast und dem Gegner etwas anbietest. Und wenn es nur ein Standard ist, wie in der Form, steht es auf einmal 2:2, die Bremer Brücke ist komplett wieder wach und online. Und dennoch muss ich sagen, hat die Mannschaft auch selbst nach dem 2:2 alles versucht, um bedingungslos auf Sieg und auf das dritte Tor zu spielen. Und wie sie es gemacht hat, war sicherlich der Moment, wo es am unwahrscheinlichsten war. Aber das interessiert im Fußball genauso wenig jemanden. Ein fantastisches Tor am Samstagnachmittag. Für mich in Summe ein verdienter Sieg aufgrund des Verlaufs der zweiten Halbzeit, auch wenn das völlig irrelevant ist am Ende. Und für uns natürlich ein Big Point zum Start. Unserem Gegner, Tobi, speziell euch alles Gute. Ihr werdet eine Bereicherung im Gesamtpaket für die Liga sein und für die nächsten Wochen alles erdenklich Gute. Dankeschön. Vielen Dank fürs Statement und die lieben Worte. Tobi, dein Statement zum Spiel. Ja, danke und herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, es ist schon so, dass wir mit dem KSC dann schon auf einen verdienten Sieger sehen, glaube ich, weil sie gezeigt haben, dass wenn sie aufs Gaspedal drücken, dass wir nicht ganz hinkommen. Wir haben aber auch gesehen, dass wenn ein Gegner uns ein bisschen Luft lässt, wir gut Fußball spielen können, auch gut nach vorne spielen können, auch Druck entwickeln können. Es war mit dem Start sehr, sehr unglücklich. Das Tor war aber ein typisches Tor, glaube ich, könnte man beim KSC öfters sehen. Das haben wir angesprochen, das haben wir nicht gut gemacht in der Boxverteidigung. Dann sind wir gut ins Spiel zurückgekommen, ohne die Mega-Chancen, aber glaube ich, haben so uns ein bisschen die Nervosität runtergespielt und dann glaube ich auch verdient zum Ausgleich gekommen. Dann haben wir eine Phase, wo wir wenig Zugriff hatten und in der Phase wieder mit einer schlechten Boxverteidigung das 2:1 kriegen, ja. Der Kopfball, so Dinger gehen hat in der dritten Liga nicht rein. In der zweiten Liga wird es aufgrund der Qualität dann einfach bestraft. Ja, und zweite Halbzeit waren wir noch ein bisschen zu passiv, haben keine Entlastung mehr hingekriegt. Erst wieder dann durch die Ecke und das 2:2 ein bisschen das Gefühl gehabt, hey, da geht noch was. Dann haben wir schon noch zwei, drei Situationen auch gehabt, wo wir in der Box mit Occi waren, wo Babis auf die letzte Kette zuläuft und eine falsche Entscheidung trifft und hatten aber ja, auch hinten auf Dusel, dass nicht das dritte fällt. Und wie es dann fällt, ist extrem ärgerlich. Und raubt dir dann auch so ein bisschen an die allerletzte Energie, um dann noch was zu kreieren. Wir werden daraus lernen. Ich glaube, wir haben gegen eine gut strukturierte, technisch richtig gute Mannschaft heute verloren. Und das ist so. Wir haben jetzt gesehen, wo stehen wir. Das weiß man nie genau vor dem ersten Spieltag und wir wissen, welche Themen wir weiter bearbeiten müssen und müssen uns jetzt nächste Woche auf Paderborn vorbereiten und schauen, dass wir da dann was mitnehmen und uns weiterhin entwickeln in unseren Themen. Danke.
Danke dir, Tobi. Zeit für Ihre und eure Fragen. Ja, Tobi, du hast heute im Tor einen neuen Mann gebracht, Lennart Grill. Sag gern was zu seiner Leistung. Wie hast du ihn gesehen? Ja, ich muss noch mal mir das Spiel noch mal ganz genau anschauen, aber ich denke, grundsätzlich hatte er gute Szenen, hat auch ein paar Mal im Spiel gehalten. Ja, war auch für ihn seit längerem mal wieder ein Pflichtspiel. Ich glaube, jetzt so auf den ersten Blick bei den Toren ist es schwer. Und es ist natürlich unglücklich, dass du mit 3 Gegentoren startest. Aber ja, wer wird nächste Woche wieder sich zeigen können, wenn er gut trainiert. Ansonsten hast du ja im Prinzip nur die 3 Abgänge ersetzt. Alle anderen Jungs waren letztes Jahr schon da. War das auch so ein bisschen der Hintergedanke, dass die halt einen kleinen Vorsprung haben und belohnt werden aufgrund des Aufstiegs? Ja, es geht ja trotzdem darum, dass wir ein bisschen unsere Struktur weiterhin im Spiel erhalten. Und die Jungs, die letztes Jahr schon dabei waren, haben das halt mehr Intus. Das hat man auch gesehen. Mussten natürlich die Abgänge und Eule ersetzen mit Niki und 3 anderen Spielern. Ja, und diese Qualität, die wir jetzt dazugeholt haben, die muss sich halt in diese Struktur reinfinden und wird uns dann auf Sicht auch deutlichen Leistungsanstieg oder die Leistung erhöhen. Deswegen wollten wir diesen Mix auch finden. Und klar haben sich die Jungs das im letzten Jahr verdient, aber die mussten auch in der Vorbereitung Gas geben. Das ist letztes Jahr ist abgehakt, aber ein bisschen Struktur tut uns einfach gut. Gibt es weitere Fragen? Gerne hier vorne. Christian, zur ersten Halbzeit hast du gesagt, du kannst nicht ganz zufrieden sein, wie die Mannschaft da spielte. Was nimmst du da als Erkenntnis und als Lehre in die nächsten Spiele mit? Und die zweite Frage bezieht sich auf Lars Stindl, um den ja viel Euphorie herrschte. Wie beurteilst du seine Leistung heute? Ja, nochmal aus der ersten Halbzeit können wir mitnehmen, dass wir mit dem Ball durchaus anständige Dinge vorbereitet haben, dass wir uns auch über das Ballbesitzspiel so ein Stück weit Mitte der 30. Minute auch wieder so ein kleines Oberwasser mit reingenommen haben auf unser Spielfeld und dann auch vielleicht in der Phase das 1-2 machen. Trotzdem hat es mich schon so ein bisschen an den Auftakt vor 2 Jahren in Rostock erinnert. Die Leitung war extrem lang, von oben nach unten. Es war so ein bisschen fahrig, ohne dass du der Mannschaft jetzt irgendwie individuell einen Vorwurf machen konntest, sondern sie hat enorme Probleme gehabt, in die Zweikämpfe zu kommen und diese dann auch zu führen und ist extrem passiv geworden. Und das steht meiner Mannschaft nicht, Passivität. Das kann immer mal passieren aufgrund der Qualität des Gegners. Das darf auch mal Minuten in Osnabrück logischerweise passieren, weil der Gegner das sehr, sehr gut gemacht hat nach dem 0-1. Aber ich erwarte dann schon ein bisschen mehr Aktivität und einen Gegner, der nach 1,5 Minuten in der neuen Liga 0-1 zurückliegt, nicht die Hand zu reichen und ohne weiteres wieder in die Manege zurückzukommen. Ja, Lars Stindl, wenn wir uns alle das Spiel in 90 Minuten nochmal anschauen würden, ist es wunderbar, dass wir heute über kein Tor von Lars und auch keine Vorlage von Lars Stindl uns unterhalten müssen. Du kannst diesem Spieler allerdings den Ball nicht abnehmen. Er ist gedanklich einfach wahnsinnig schnell in der Birne, hat eine super Auffassungsgabe, bewegt sich dann in Räumen, wo es dich einfach nervt, weil du nicht hinkommst. Und ich war sehr zufrieden mit ihm heute, wie allerdings stellvertretend, das wird man von mir die nächsten Wochen auch hören, wir tun dann gut daran, über den ganzen KSC zu sprechen, bei aller Rückkehr von Lars Stindl, weil wir heute das Spiel zum Beispiel auch durch jemanden gewonnen haben, der die ersten paar Tage bei uns ist und ein fantastisches Tor geschossen hat. Und die Gruppe ist nicht groß momentan und deswegen haben wir zum Schluss beispielsweise mit 2 ehemaligen U19-Spielern vorne drin im Sturm gespielt, die das total anständig und gut gemacht haben. Und wir werden immer wieder eine gute Mitte finden in den nächsten Wochen aus verschiedenen oder in verschiedenen Bereichen. Aber wenn du das nächste Heimspiel zu Hause gegen den HSV hast, ist es sicherlich nicht so verkehrt oder wäre es nicht so angenehm gewesen, mit keinem Punkt nach Hause zu fahren. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann danke ich den beiden Trainern hier oben und Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.